herzlich willkommen zurück bei Confess My Life. In der letzten Folge haben wir sozusagen scheinbar alle Zeitevents durchgestanden. Aber es ist mir aufgefallen, als ich das Spiel gestartet habe, dass uns noch die 9 fehlt, die ja auch dazu gehört. Verstehe nicht, was vor sich geht. Von daher werden wir das jetzt auch mal eben die 9 auch noch machen. Das bedeutet, in Felder 4 müssen wir noch was machen. Genau das andere, was wir vergessen hatten bei der 4. Genau, dann warten wir einfach bis auf 4. Wir haben zwar jetzt wieder ein bisschen Zeit verloren, aber 15 steht da immer noch. Und sonst haben wir ja eigentlich alles. Ich frag mich, was hier in dieser Tür ist. Die ist nämlich abgeschlossen. Oben leuchtet es okay bei den Bücherregalen. Aber Willi sieht irgendwie ein bisschen traurig aus, vor allem mit den Augenbrauen. Die ja so aussehen würde, als ob er verhauen wurde, aber. Nee, ist einfach nur den Augenbrauen, darüber ist ein Haar. Und den anderen Augenbrauen auch. Weil das ein bisschen durch das Auge wirkt es so, als ob er an beiden Augen ein bisschen geschlagen wurde. Aber es ist einfach nur ein Auge. Können wir hier noch was machen? Es ist 7 Uhr. Na gut, das ist jetzt ein bisschen. Natürlich, gerade weil wir warten müssen. Setzen wir uns hier hin. So. Manchmal muss man auch in der Schule ein bisschen warten, bis die Stunde vorbei ist. Und es vergeht ja auch in ewigen Takt. Ich glaube, es sind immer 2 Umdrehungen, bis das ein voll ist. Ja, so in etwa. Doch, stimmt. Oder? Da sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hm. 15 etwa, also. Du musst also 4 mal sich umwenden. Bei 4 war es, genau. Und dann ist er bald geschafft. Dann haben wir wirklich diese Zeitevents. Weil hier zwischen fehlt uns ein. Der erste ist 0. Zeit, 2 der ersten Zeit, 2 der zweiten Zeit, 2 in der dritten Zeit und 2 in der vierten Zeit. Und hier scheinen wir alles zu haben. Ja.
Professor Leif. Dieser Welt, wirklich, ich liebe dich wirklich sehr. Willst du meine Freundin werden? Ist irgendwas? Also, ich bevorzuge Mädchen eher als die Jungs. Ist es wegen mir oder... Oder warum sagst du es zu mir? Es macht überhaupt keinen Sinn. Es tut mir leid. Oh, naja gut. Es ist schon okay. So, okay. Jetzt haben wir zwar jetzt 6 Minuten verbraucht, aber... Lüge oder Realität. Die Wahrheit kann manchmal sehr klar sein. Sexuelle Orientierung. Okay, jetzt haben wir die Zeit-Events fertig. Jetzt können wir uns mal um... Was sollte ich tun? Na gut. Bleibt uns leider keine andere Möglichkeit. Judy, könnte ich ein Glas haben? Genau, das bräuchte ich ja gleich. Müssen wir Bücher, das zweite Buch. Ja, Beeilung. Wir wollen nicht zu viel Zeit verbrauchen. Die erste Minute schon um. Ja, nur 5 Minuten maximal. Ja. Okay. Zu gehen. Ah. Ja, du kannst den Kuchen haben. Ich gestehe meine Liebe nochmal, Lisa. Ich liebe dich. Willst du meine Freundin werden? Danke dir, aber ich kann nicht. Warum nicht? Ich habe schon jemanden in meinem Herzen und das bist nicht du.
Aber tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wünsche dir, dass du dein eigenes Glück findest. Dankeschön. Das hat alles auch nichts gebracht. Dachte nach all diesen Sachen, was wir für sie getan haben. Naja, gut, dann gehen wir eben. Ich habe jetzt alles, was möglich war. Liebeshymne verschwimmt in einem Leuchten. Ende 7. Tränen. Mal gucken. Vielleicht fällt uns noch was ein. Nein, danke. Wie lange habe ich geschlafen? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Probier's nochmal aus. So, Julie. Würdest du gehen? Jetzt habe ich nicht gesehen, welche. Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht. Naja, gut. Vielleicht funktioniert ja. Ich gehe einfach. Vielleicht bemerkt sie uns ja dann irgendwie doch. Nee, leider nicht. Naja, gut. So, okay. Sünden. Nicht witzig einfach. Was war das? Ein Geräusch. Kopf tut weh. Wie lange habe ich geschlafen? Dann ich sollte fühle mich so komisch. Ich soll vielleicht meine Liebe gestehen.
bin bereit. Lisa, ich mag dich. Möchtest du meine Freundin werden? Huch. Hä? Einverstanden. Lass uns zusammenbleiben. Für immer. Oh, er hat mich jetzt gefangen. Toll. Warum bist du von mir fortgelaufen? Liebst du mich nicht mehr? Uch. Oh, tut mir leid. Albtraum. Sünden. Ist wieder alles normal. Oh, mein Kopf tut weh. Ihm tut sein Kopf weh. Na gut, dann werden wir mal. Ich frag sie mal was. Wie riecht es nach Ratte? Weil du eine Ratte bist. Ach, sehr witzig. Du musst dir nicht so eine Sorgen drum machen. Na gut. Kann ich mir den Glas ausleihen? Dann versuch's mal nochmal, vielleicht bringt das was. Oh, wir haben das Ende 17 erreicht. Ja. Nur 27. Ich hab immer Probleme, da reinzukommen. 2747. Muss ich mir mal kurz merken. 2747. Blutige. Hä? Warum ist das Messer mit Blut? Ah, mein Kopf tut weh. Ich bin nicht sicher, was war, aber sie sind in Gefahr. Ach, das ist nicht gut, ich muss sie schützen. Lisa. Ich weiß nicht, was los ist, aber du bist. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Was? Du musst so schnell es geht hier raus. Verstehe das so. Hast du einen Albtraum oder so? Vertrau mir, schnell. Könntest du das mal für kurz beiseite legen? Ich bin mit meinen Aufgaben noch nicht fertig.
Willi, komm runter. Hier ist keine Gefahr. Ich hab's geschrieben. Judy, kennst du irgendeinen Psychologen? Sorry, aber vielleicht hatte ich doch einen Albtraum gehabt. Hey, armer Junge. Ist okay, es ist okay, guter Junge. Es tut mir wirklich leid dafür. Julie, lass ihn allein. Lass uns gehen. Okay, gut. Also, es ist, also ich bin also zu seltsam. Es ist so offensichtlich. So offensichtlich. Oh Mann. Es ist zu tief gegangen. Verrückt geworden. Bis Ende 18. Okay, gut. Mal gucken, ob wir wieder im Albtraum sind. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Oh, wir sind wieder im Albtraum. Wir müssen irgendwie entkommen. Oh, mein Kopf tut weh. Wie lange habe ich geschlafen? Ist die Schule vielleicht vorbei? Jeder ist bereits gegangen, außer Felisa. Die genießt die perfekte Zeit. Ich muss meine Gedanken sammeln und Lisa meine Liebe gestehen. Okay, ich sollte es vielleicht ruhig angehen lassen, ich weiß. Nun gut, ich werde ihr meine Liebe gestehen, auch wenn ich mich sehr seltsam fühle im Moment. Okay, das war schon. Jetzt müssen wir irgendwie abhauen. Okay. Lass uns zusammen sein für immer. Ich habe mich mal nicht bewegt, ob die das dann gleiche sagt oder was anderes. Okay, wir müssen weglaufen. Das hatten wir aber auch schon. Na gut, dann werde ich diese Folge auch beenden. In der nächsten Folge versuchen wir hier vielleicht ein anderes Ende in diesen Albtraum zu bekommen. Davor werde ich dann erst einsteigen, wenn wir im Albtraum drin sind. Ansonsten werde ich es irgendwie immer rausgehen oder beenden, das Spiel. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.